Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 3. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich hab ihn. Wir machen weiter. Gut, bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme. Ich wette mit euch, ich kann nicht schießen, ich wette mit euch, er bewegt sich jetzt. Bevor wir jetzt weitergehen, Freunde, vielen Dank an der Stelle wie immer an alle aktiven Supporter da draußen, die mich hier unterstützen bei dem Projekt. Wie immer, werft einen Blick in die Videobeschreibung. Okay. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass er sich bewegt. Ja, werft einen Blick in die Videobeschreibung, folgt mir gerne auf Instagram. Würde mich freuen. Wow! Folgt mir auf Instagram, checkt mal ein paar Ace in Gaming ab. Für das Gewinnspiel, wo ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen könnt. Und natürlich auch so. Ihr habt gesehen vielleicht, wie ich ausgewichen bin. Habt ihr gesehen, diesen Ausfallschritt, den Carlos Santanos gemacht hat? Wohl in die falsche Richtung, wa? Und man ist tatsächlich hier One-Hit mit dem Schlitzer. Gut. Ja, wie gesagt, checkt die Videobeschreibung ab. Macht da gerne mit beim Gewinnspiel jetzt. Dies, das, okay, hallo! Alter, wie ich erstmal nicht visieren konnte, Alter, wie ich da Bock drauf hab. Geh doch einfach drauf, du dummes Stück Scheiße, Alter. Ich hasse dich so krass, das glaubst du gar nicht. Wo müssen wir hin? Einfaches Schloss. Wo müssen wir eigentlich hin? Hier in den Flügel jetzt? Heißt es hier lang? Hier lang? Warte mal, wie kommt man da an die Kiste? Wie kommt man jetzt an die Kiste ran? Empfangen. Warte mal kurz. Hier braucht man auch wieder den Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wie man da an die Kiste kommt. Muss man auch von oben runter droppen. Ich habe aber... Ich habe geguckt, ich habe nichts gesehen. Mist. Scheiße, Alter. Ich habe jetzt... Auch hier wieder. Wo ist der Schlüssel, Alter? Ja, scheiße. Ja gut, das... Ja gut. Wir gehen erstmal zu Jill. Vielleicht können wir mit ihr da mehr machen. Du wirst schon wieder, Jill. Was ist passiert? An alle Einwohner. Die Infektion, die sich ausbreitet, wurde als unkontrollierbar eingestuft. Am 1. Oktober wird Raccoon City durch einen Raketenangriff zerstört. Alle Einwohner, die noch klar denken können, müssen sofort evakuieren. Dies ist kein Test. An alle Einwohner. Das ist in nur einem Tag. Es sind noch Menschen hier. Glaubst du, Onkel Sam kümmert das? Scheiße. Geht wieder los. Warte hier. Ich mach das. Ich sollte mich gut eindecken. Klingt, als wären eine Menge von denen da draußen. Okay. Gut. Die Blendgranaten nehmen wir mal nicht mit. Das Messer. Ja, behalten wir mal. Granaten. Heilzeug. Ja, gut. Warte mal. Komm. Was soll der Scheiß, Alter? Komm, ich nehme die Blendgranaten mit. Scheiß drauf. So, speichern. Kurz speichern. Das Geile ist ja,
Ich zock das jetzt hier alles immer noch am, ihr seht es, immer noch am 2. April. Ich bin richtig im Zocker aufnehmen waren gerade. Das macht einfach unnormalen Bock. Das heißt, ich habe jetzt schon Spielstände überschrieben, die ich nicht mehr hochgeladen habe. Nice. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Meint es, lohnt sich jetzt schon eine Granate? Komm, machen wir einfach. Carlos! Sie kommen durch die Tür! Ach so! Weg von der Tür! Weg von der Tür, ey! Muss meine Jill beschützen, Alter. Wenn die Scheiße vorbei ist, machen wir kleine süße Babys. Mit wunderschönen Haar. Alter, wieder geplatzt, ist nice. Muss ich hier irgendwie den Sender anbringen oder was? Nee. Shit. Geil, wie die platzen, Alter. Geil, Alter. Jawoll, Junge, so muss das sein. Piu! Baby, Baby, jawoll! Weg von mir, weg von der Tür! Ihr kleinen Pissgesichter, ich mach euch alle platt, Alter. Ach, guck mal, da ist auch noch so ein Stromding. Was ist ja jetzt erst? Ah, warte mal, ist es wie bei Resident Evil 4? Warte. Ist es? Warte mal, habe ich jetzt nicht getroffen oder ist es einfach nicht so? Es ist einfach nicht so. Ist fast geschafft. Ich dachte, wie bei Resident Evil 4 könnte ich diese Mutation. Oh Gott. Könnte ich die Mutation einfach wegmachen, indem ich eine Blendgranate werfe, das wollte ich eigentlich sagen. Ich meine, ihr könnt verstehen, ich bin ein bisschen angespannt. Okay, war hier noch irgendwas zum Einsammeln? Nee. Scheiße. Alles verballert. Ah, hier noch. Nimm noch die Granate. Nimm die Granate.
Bin ich krass oder was? Sagt's euch, Freunde. Schreibt's gerne in die Kommentare. Ey, haltet euch nicht zurück. Es ist jetzt keine Schande, einfach zuzugeben, wer der Geilste ist. Hat er nicht gesagt vor 2-3 Minuten, ey, wir sind gleich am Ende? Weg von mir, Bitch. Hab ich's verloren? Trick 17? Vielleicht kannst du den Pfeiler mit dem Sprengstoff umhauen! Schon dabei! Trick 17, Freunde! Okay, warten wir kurz. Ah, geht nicht. Oh! Einfach alle stunnen, Alter. Einfach alle easygoing stunnen. Ich bin der Beste. Woo! Geil, direkt beim ersten Mal. Muss man sich auch mal freuen. Carlos! Alles okay? Nicht wirklich. Aber zumindest ist es vorbei. Ich komm zurück! Hey, was mit deiner Stimme los? Der Impfstoff wirkt. Gut. Bist du da raus? Na sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprich mit der Regierung. Sag ihm, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl. Ein Glück, dir geht's gut. Hab gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Schieß mich, Jill! Bin ich? Was ist passiert? Oh. Oh. An alle Einwohner. Der Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober. Evakuieren Sie jetzt. Ich wiederhole. Das kann nicht sein. Dies ist kein Test. Okay. Nice. Boah, was machen wir denn jetzt? Erstmal Flinte. Stein. Komm, ich nehme die Flinte mit, Alter. Flintenmuni, Heilzeug, soll ich die Pistole, soll ich die neue Pistole auch mitnehmen? Welche Munition haben die? 9mm? 9mm.
die erstmal weg, Alter. Dann... Bolzenschneider kann ich ja jetzt wegtun. Mach ich dann gleich. Heilzeug habe ich genug. Munition habe ich ein bisschen. Den Dietrich habe ich am Start. Ja, ich habe echt genug. Ja. Ich verletze irgendwie? Ne, ich bin kerngesund. So, machen wir mal extra Spielstand. Okay. Okay, warte. Einfach aus Gewohnheit. Muss ich das nach oben machen? Wegwerfen. Wo ist der schwarze Typ hin? Ich wollte gerade sagen, der wird wahrscheinlich... Du hast mich gerettet. Sterben, aber erlebt. Scheiß habe ich. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller. Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche, jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Baby. Okay. Ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Nee. Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus. Hab den Kontakt zu Carlos verloren. Erwarte also Ärger. Ich bin immer bereit für Ärger, Bruder. Immer. Jetzt bin ich dran gewöhnt, dass Carlos links die Pistole hat. Weißt du was? Ich mach das einfach so. Dann gewöhne ich mich direkt komplett dran. So machen wir. Damit mein Hirn nicht so viel arbeiten muss. Weißt du, ist eh schon überfordert mit allem. Wo bin ich? Warte mal, hier ist ein Schloss. Können wir das aufklappen? Mac-Munition. Können wir eigentlich direkt wieder wegbringen und ich überlege... Vielleicht die 7 Schuss oder ein Heilzeug? Warte mal. Sorry, Freunde, ich muss mich ein bisschen besser vorbereiten. Wenn es jetzt wirklich Action losgeht, Alter, warte mal, hier ist auch ein Schloss. Das machen wir auch mal schnell los. Auf. Ich muss halt gucken, dass ich noch ein bisschen Platz habe, weißt du, wenn ich da geiles Zeug aufnehme. Ach, da geht's sogar hin, wa? Ich könnte jetzt mit ihr das ganze Ding nochmal abklappern hier, oder was? Ach, hier ist auch eine Kiste. Schießpulver. Hab ich gerade eben übersehen. So. Oder Schrotflintenmuni. Ach komm, Alter, ich nehme die direkt beim ersten Gegner. Baller ich einfach alles drauf. Das geht. Ist das sonst noch eine Kiste? Ja. Gut, sollen wir noch mal mit ihr... sollen wir noch mal mit ihr losziehen oder was? Oder sollen wir direkt darunter gehen? Ich würde gerne das Item haben, wa? Ich sag's euch so, wie es ist. Was war hier noch? Hier fehlt ja auch noch irgendwas. Das sieht mir nach Nikolais Werk aus. Stimmt, na klar, Nikolai. Ja, klar, wer soll es sonst gewesen sein? Aber es hätte natürlich auch ein Auftragstrupp von Umbrella sein können, wa? Direkt. Aber wer sagt eigentlich, dass Nikolai nicht undercover für Umbrella arbeitet? Explosive Granaten. Dahin ist nichts mehr. Oh, bitte lass mich irgendwie in den Innenhof gehen, Alter. Wo ich das Zeug auch kriege. Warte mal, von hier kann man... Da oben das Fenster, okay. Ich muss wissen, was in dieser Kiste ist, Freunde. Das kann sich nur lohnen. Kann sich nur lohnen. Ey, Freunde, mir fällt gerade ein, kann es sein, dass man vielleicht sogar die Schauspielerin
kennt, die Modell gestanden hat für Jill? Es ist ja wahrscheinlich so, wa? Mittlerweile ist ja gefühlt jede Spielfigur basiert irgendwie auf einem echten Menschen, der irgendwie dann eingefangen wurde. Nur mal so als, also für ein Schulprojekt, nein, Spaß, nee, jetzt ernsthaft, irgendwie kam die mir gerade eben bekannt vor, als man die so ein bisschen im Profil sah von der Seite. Ist hier noch was? Hier ist auch noch was, ja. Hier ist auch noch was. Okay. Hauptsache, da ist irgendwo eine Tasche drin, Alter. Das wäre nice. Reicht das? Ich glaube, das reicht. So, ansonsten ist hier nichts mehr. Es wäre halt geil, wenn ich dadurch jetzt, dass ich hier das Ganze nochmal abklapper, irgendwie eine Kiste, eine Tasche, meine ich, finde. Das wäre halt geil. Das wäre der Jackpot überhaupt. Mehr Platz. Also, ich glaube, das ist das Fenster hinten, wa? Von hier bin ich reingekommen. Ne, von hier bin ich reingekommen. Das müsste doch das Fenster da hinten sein. Wie komme ich denn? Kann ich hier drunter krabbeln? Ich glaube, ich passe da durch. Ah, nur sie kann da reinkrabbeln. Okay, perfekt. Kopfschmerzen-Garantie. Jawoll, Kendos Waffenlager. Oh shit. Geil, das ist die Mac, Junge. Sprengstoff. Es lohnt sich nichts wegzuwerfen. Ah, das geht nicht. Ne, ich kann nichts wegwerfen. Jetzt wäre es, glaube ich, ganz cool, wieder erstmal zurückzugehen, alles zu verschauen. Ich glaube, das mache ich auch, Freunde. Und danach können wir uns, glaube ich, in die Action stürzen, oder? Wo bin ich denn jetzt, Alter? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Muss einmal oben lang latschen, ne? Ja, Innenhof fehlt immer noch was. Ah ja, das grüne Kraut, stimmt. Ansonsten... Ebene wechseln. Hier ist noch was. Behandlungs... Ja, vielleicht doch nochmal alles abklappern, aber es reicht jetzt hier erstmal. Es reicht hier erstmal. Vielleicht gehe ich einfach auch mal kurz alleine los, hol mir das Zeug und dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Seid auf jeden Fall dabei. Das war's erstmal an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Wäre auf jeden Fall eine feine Ehrensache eurerseits. Und ansonsten Videobeschreibung abchecken. Glocke aktivieren für die nächsten Videos. Und ja, danke. Haut rein.